nächste Sache ankündigen, und zwar Gefangen im Netz, der Dokumentarfilm. Und Henriette Ahrens wird im Nachhinein diesen Dokumentarfilm vorstellen. Hast du noch nie Lust gehabt, sowas zu machen? Nur deine Daten. Wir haben nur dein Profilbild hochgeladen. Du hast schon 16 Kontaktanfragen. Ja, und dein Profil. Das sind viele. Ist gerade erst seit 5 Minuten online. Die meisten von euch kennen das bestimmt auch. Wir haben Profile bei Instagram, Facebook oder bei TikTok, ganz einfach, weil wir alle daran Spaß haben. Da teilen wir zum Beispiel lustige Videos und posten Selfies mit Freunden. Doch was können wir tun, wenn uns einer in den sozialen Netzwerken belästigt? Er kommt aus Südmeer, ist um die 50. Chatten wir? Hallo. Hallihallo. Antworte ausweichend. Denk an die Verhaltensregeln. Und was machst du so? Ganz einfach. Wenn du sowas machst, dann könnte der Typ deine Fotos danach einfach im Netz hochladen. Das könnten dann alle sehen. Willst du das? Die Jungs sind alle. Wollen sie dich ficken? Hallo. Du musst mich anmuten. So, hallo. Hallo. Hi, genau. Du arbeitest für Not Soul, das ist die Agentur, die den Film in Deutschland verteilt. Genau, mein Kollege Ole Hennig und ich haben Not Soul letztes Jahr gegründet und vertreiben darüber Filme. Und ich freue mich total, dass ich heute mit diesem Film bei euch sein darf, wenn ich auch leider nicht vor Ort bin. Und ja, ich glaube, heute ist auch ein super Tag dafür. Das haben viele wahrscheinlich in den Medien verfolgt. Heute wurde das Strafmaß für den Hauptangeklagten im Missbrauchskomplex in Münster verkündet. Und deswegen ist es vielleicht dahingehend sehr passend. Genau, magst du kurz erzählen, worum es in dem Film geht, wie er entstanden ist? Ja, sehr gerne. In dem Film geht es um sexualisierte Gewalt an Kindern im Internet und es ist ein filmisches Experiment sozusagen. Also es wurden 3 erwachsene Frauen gecastet, die aber wahnsinnig jung aussehen. Und diese Frauen wurden dann in Kinderzimmersets gesetzt und ihnen wurde ein Computer gegeben und ein Handy und eine Kamera und Social Media Accounts und daraufhin nahm die Sache ihren Lauf und es wurde sozusagen, also innerhalb kürzester Zeit haben diese Frauen Freundschaftsanfragen von wirklich nur sehr erwachsenen, vornehmlich Herren bekommen. Ihnen wurden Dickpics geschickt und sie wurden erpresst mit Nacktfotos und schlussendlich endete das Ganze auch damit, dass sie eben diese älteren Herren, sage ich jetzt mal, treffen. Es ist wirklich ein schockierender Film, es ist ein wahnsinnig harter Film. Und deswegen, wir haben auch kurz überlegt, ob wir das machen sollen, weil wir bringen Kinofilme raus, dieser Film lief auch im Kino tatsächlich. Und das wissen die Kinobetreiberinnen und das wissen die VerleiherInnen. Jetzt will eigentlich jeder mehr einen Feel-Good-Film sehen. Und dieses ist tatsächlich einfach kein Feel-Good-Film. Und aber wir dachten, wir trauen uns, weil wir müssen diesen Film irgendwie rausbringen, weil wir finden es einfach wahnsinnig wichtig. Und genau, deswegen läuft er aktuell im Internet und man kann ihn da angucken. Genau, das Besondere an dem Film ist ja, dass es 2 Versionen gibt. Exakt. Und das war auch ein...
es gab ein paar Gründe, warum wir überlegt haben, diesen Film nicht zu machen. Allen voraus ist, glaube ich, das größte Manko, also es ist eine tschechische Produktion, wir haben diesen Film nicht produziert, sondern wir sind sozusagen nur die Personen, die das Ganze hier in Deutschland rausbringen. Das größte Manko dieses Films ist, dass es eben drei Frauen sind, die da dargestellt werden. Und die Realität ist aber eigentlich, dass auch Männer bzw. Jungen im Internet belästigt werden. Und das ist wirklich, sage ich dann auch immer gleich am Anfang, weil es ist einfach falsch, dass das nur ein Problem ist von Frauen. Also Frauen werden zwar hauptsächlich von Männern belästigt, deswegen sprechen wir auch von Tätern und nicht von TäterInnen, weil in diesem gesamten Experiment gab es keine Frau, die sozusagen die Mädchen belästigt hat. Aber es gibt natürlich Jungen, die von Männern wie von Frauen im Internet belästigt werden. Das war ein Grund, warum wir überlegt haben, diesen Film nicht zu machen, weil wir finden es einfach, also es ist einfach eine Verzerrung der Realität. Nichtsdestotrotz hat einfach das Positive überwogen. Und ein sehr positiver Aspekt ist eben diese zweite Version, von der du gerade gesprochen hast. Also der Hauptfilm sozusagen, den man aktuell im Internet sehen kann, ist FSK 16 geprüft und geht schon ganz schön ans Eingemachte. Und der tschechische Produzent hat, Gott sei Dank, hat in aller Voraussicht eine Schulversion dieses Filmes erstellt. Die ist FSK 12, die ist wesentlich softer, die ist kürzer und, ganz wichtig, die hat sozusagen einen didaktischen Anspruch. Also zwischendurch, wenn sozusagen brenzliche Situationen entstehen, drehen sich die Hauptdarstellerinnen in die Kamera und geben sozusagen Tipps, wie man sich in solchen Situationen verhalten muss. Und genau, deswegen, wir haben uns gedacht, wenn es die Möglichkeit gibt, diese Schulversion Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Ja, die Version ist gleich mitgedreht worden, die Schulversion. Die FSK 16 ist jetzt die, die bei uns im Kino läuft. Was das Interessante ist jetzt, oder was ich dich fragen wollte, ist, wie macht ihr das mit dem, ja, wie bringt ihr den Film an die Schulen? Ja, genau, wir haben uns, also aus unserer vorherigen Erfahrung, haben wir, also wir haben einen Dokumentarfilm über einen YouTuber rausgebracht, über Finn Kliman, den, das war Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, und da haben wir den eben auch nur online vertrieben sozusagen, wegen Corona. Und da haben wir einfach die wichtige Erfahrung gemacht und den Glauben gehabt, dass es, man kann nicht Filme einfach nur ins Internet stellen sozusagen. Also hätten wir diese FSK 16-Version oder diese Schulversion einfach ins Internet gestellt und sozusagen verkauft, weil wir müssen es natürlich verkaufen, weil Filme produzieren kostet Geld und die Rechte dafür einkaufen kostet auch Geld, dann glaube ich, käme das nicht so gut an. Weil man muss ja irgendwie auf die Interessen der Zuschauerinnen eingehen. Und deswegen haben wir uns ausgedacht, dass sozusagen wir verkaufen aktuell auf www.gefangen im Netz, verkaufen wir nur die FSK 16-Version. Und für jedes verkaufte Ticket ermöglichen wir, also wir sozusagen vom Verleih, dass eine Schulklasse in Deutschland, eine ganze Schulklasse, die FSK 12-Version des Films zu sehen bekommt. Und warum machen wir das? Ist es natürlich einerseits ein Marketing-Tool, um Leute dazu zu motivieren, diese FSK 16-Version zu kaufen, weil sie gleichzeitig auch was Gutes tun. Aber es ist andererseits natürlich auch einfach der tiefe Glaube daran, dass das eine gute Möglichkeit ist, diese FSK 12-Version, diese Schulversion wirklich in die Schulklassen zu bringen. Weil warum ist dieser Film so brisant? Warum interessiert er auch mich so? Weil frag irgendjemand da draußen, der, keine Ahnung, mindestens, der 30 ist, eine Frau, die 30 ist, jeder hat solche Erfahrungen gemacht. Jeder und jede. Und ich kann von Glück sagen, ich bin jetzt 33, damals gab es keine Webcams, auf jeden Fall keine guten, deswegen kam es überhaupt nicht zur Debatte, also es kam überhaupt nicht in Frage, dass man da irgendwelche Fotos geschickt bekommt, und hat irgendjemand gefragt, CS? Dann habe ich nur ein bisschen kurz gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach so, das heißt gar nicht Counter-Strike? Sondern Cybersex? Aber es war nichtsdestotrotz einfach nur ein Chatroom. Es war chat.de, dann ist man auch rausgegangen und dann war man raus. Aber sozusagen dieser Aufbau, was ja auch das Wort Cyber-Grooming impliziert, dieser Aufbau einer Beziehung, die fand nicht statt. Und das ist eben heutzutage zum
immer gravierenderen Problem geworden, wie dieser Dokumentarfilm eben zeigt. Und deswegen sozusagen diese Herangehensweise, dass wir diese FSK-12-Version auf diese Art und Weise promoten. Und wir haben schon fast überlegt, ob wir unsere Telefonnummer aus dem Impressum wieder löschen bei uns, weil es rufen so viele Lehrerinnen an, was ja mega toll ist. Also es funktioniert tatsächlich. Und das macht uns wahnsinnig froh, weil die Lehrerinnen wollen den Film ihren Schulklassen zeigen und die Leute wollen diesen Film im Internet kaufen und Schulklassen sozusagen ermöglichen, diesen Film zu kaufen, zu sehen. Insofern, bis dato funktioniert das echt ganz gut und wir sind wirklich sehr froh und sehr ergriffen auch von den ganzen Nachrichten, die uns erreichen, dass Leute eben solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie dringend mit ihren Kindern diese Schulversion gucken wollen. Es geht wirklich ziemlich ans Eingemachte und das ist natürlich hart, aber das ist auch irgendwie gut. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wenn ich jetzt Lehrer bin und sage, ich möchte den Film meiner Klasse zeigen, dann kaufe ich den einmal, habe die FSK 16-Version, kann mir die anschauen und habe einen Gutschein, dass ich den meiner Klasse zeigen kann, oder? Fast, nee. Also wenn man Lehrerin ist, muss man gar nichts machen, außer auf unserer Website. Ich zeige das vielleicht einfach mal kurz, wenn das in Ordnung ist. Ich share einmal meinen Screen. Ja. So. Genau. Ja, das hat geklappt. Genau, wenn man Lehrer oder Lehrerin ist, dann geht man einfach auf www.gefangenimnetz.de und hier könnte man den dann kaufen. Man muss es aber nicht. Niemand wird gezwungen, diesen Film zu kaufen. Dann geht man einfach hier auf Mailingliste und kann sich registrieren. Okay. Und das war's. Also tatsächlich, keiner muss diesen Film kaufen, um die Schulversion dieses Films zu gucken. Wir wollen sozusagen, dass Kinder und Jugendliche diesen Film so gucken dürfen. Und was wir auch gemacht haben in dem Zuge, ist Unterrichtsmaterialien erstellen. Also wir haben ein so 30-seitiges PDF, wo Lehrer sich runterladen können, kostenfrei natürlich, und dann den Unterricht mit ihren Schülerinnen sozusagen vor- und nachbereiten können. Und das wird auch total gut angenommen. Insofern sind wir da, also nein, keiner muss kaufen. Lehrer können einfach auf diese Mailingliste, bitte keine E-Mail, bitte nicht anrufen, sondern einfach auf diese Mailingliste und dann geht's los. Also wir verschicken irgendwie einmal die Woche, schicken wir da Tausende von Links raus und genau. Ja, super, soweit, genau. Das freut mich. Ich habe ja beide Versionen gesehen und freut mich, dass er sowohl im Netz ankommt, als auch, dass er am Ende zu den Schülern kommt, natürlich. Ja, voll. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und ja, dir einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.